Rennradpedal oder MTB-Pedal? Was ist jetzt das richtige Pedal für euch? Genau das möchte ich heute mal herausfinden. Für das heutige Video haben wir von unserem Partner Look ein paar Klickpedale zur Verfügung gestellt bekommen. Darüber sind wir natürlich sehr dankbar. Look aus Frankreich ist ja einer der Big Player im Pedalmarkt und das kommt nicht von ungefähr, denn 1984 hat die Firma Look das erste Klickpedalsystem überhaupt auf den Markt gebracht, was dann auch direkt in der Tour de France zum Einsatz gekommen ist. Als Rennradpedale haben wir jetzt hier die Look Keo 2 Max mit einem Gewicht von 251 Gramm. Plus die dazugehörigen Schuhplatten mit einem Gewicht von 65 Gramm. Hier möchte ich gleich sagen, die Schuhplatten sollten regelmäßig gewechselt werden, damit man auch wirklich noch einen festen Stand im Pedal hat. Für den MTB- und Gravel-Bereich haben wir von Look die X-Track Race-Pedale erhalten mit einem Gewicht von 363 Gramm. Ja, die sind ein bisschen schwerer als die Rennradpedale, die ich zuvor beschrieben habe. Aber das liegt auch daran, dass sie aus Metall gefertigt sind und einiges mehr abkönnen müssen. Wie ihr jetzt hier sehen könnt, ist bei dem X-Track Race-Pedal deutlich weniger Auflagefläche vorhanden als bei dem Rennradpedal. Der weitere Unterschied ist natürlich, abgesehen vom Gewicht, dass man bei dem X-Track Race-Pedal von beiden Seiten, wie man hier sehen kann, einklicken kann. Das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil, gerade für die Leute, die noch nicht so vertraut sind mit Klickpedalen, weil das hier deutlich einfacher funktioniert. Jetzt haben wir noch ein drittes Pedal hier, und zwar die X-Track Enrage Plus Pedale. Die sind relativ ähnlich wie die X-Track Race Pedale, haben auch dasselbe Klickpedalsystem. Hier mit dieser Schuhplatte kann man beide benutzen. Der größte Unterschied der beiden ist aber die deutlich größere Auflagefläche bei den Pedalen hier. Dies bedeutet mehr Stabilität, mehr Grip, mehr Komfort. Die Pedale sind jetzt in etwa 200 Gramm schwerer als die Rennradpedale, die wir hier von Look haben. Aber es sind ja auch Pedale für Endurofahrten. Jetzt will ich mal zum ersten Unterschied kommen zwischen MTB-Pedale und Rennradpedale. MTB-Pedale und deren Schuhplatten sind ja eher ausgelegt für schlammige, staubige Verhältnisse, wo man auch das eine oder andere Mal absteigen muss vom Rad. Die Rennradpedale und die dazugehörigen Schuhplatten haben auf jeden Fall eine deutlich größere Auflagefläche und die Schuhplatte ist um einiges größer. Was dafür sorgt, dass man einen deutlich festeren Halt hat im Pedal als beim MTB-Pedal. Jetzt muss ich noch dazu sagen, dass Rennradpedale nicht für irgendwelche Waldwege oder schlammigen Verhältnisse geeignet sind im Vergleich zu den Mountainbike-Pedalen. Nicht nur die MTB-Pedale sind etwas anders als die Rennradpedale, sondern auch die dazugehörigen Schuhe, die sogenannten Offroad-Schuhe. Sie haben zum einen entweder eine Lauffläche oder ein paar Stollen unten dran, mit denen man sehr guten Grip hat, gerade auf schlechten Untergrund. Und auch sind die Schuhplatten deutlich tiefer im Schuh und somit auch ein bisschen mehr versteckt als bei den Rennradschuhen, wo die Schuhplatten ja außen drauf geschraubt werden. Dann machen wir uns jetzt mal an die Details der Rennradpedale ran. Und zwar ist es so, Rennradpedale wurden speziell für den Straßenradsport konzipiert. Das heißt zum einen, wenn ihr durch Kurven fahrt, setzt ihr nicht so schnell auf dem Asphalt. Dann sind sie natürlich auch aerodynamischer geformt. Sie sind deutlich leichter als MTB-Pedale, was natürlich auch ein wichtiger Punkt ist. Viele Leute draußen setzen auch auf Gewicht. Und dann steht man viel, viel fester in der Pedale drin. Bei MTB-Pedalen hat man ja immer leicht Spiel. Und durch die größere Auflagefläche am Pedal hat man, wie schon gesagt, einen deutlich festeren Halt und mehr Komfort über lange Strecken, weil der Druck oder die Druckverteilung am Fuß viel, viel besser über den gesamten Fuß verteilt wird als beim MTB-Pedal. Und jetzt schauen wir uns aber nochmal die MTB-Pedale an, nämlich die X-Track Race, was diese zu bieten haben. Auf jeden Fall haben sie eins zu bieten,
beidseitiges Einklicken, was auf jeden Fall schon mal ein Vorteil ist, gerade für die nicht so Geübten, im Vergleich zu den Rennradpedalen, wo man doch deutlich mehr Übung gerade am Anfang braucht, um zu verstehen, wie das eigentlich so funktioniert mit dem Ein- und Ausklicken. Der weitere Vorteil ist bei den MTB-Pedalen, es gibt spezielle Offroad-MTB-Schuhe und die haben meistens irgendeine Lauffläche oder irgendwelche Stollen unten dran, mit denen man doch deutlich besser zu Fuß unterwegs ist als mit den üblichen Rennradschuhen, wo die Schuhplatte außen ja, drauf montiert ist. Dann muss man abschließend sagen, ist dieses MTB-Pedal auf jeden Fall ein absolutes Allround-Talent. Man kann es an ein Gravelbike dran bauen, an ein Crossbike, an sein Citybike und natürlich auch ans Rennrad. Wenn ihr wirklich ein reinrassiger Rennradfahrer sein wollt, der nicht irgendwie vorhat, über Stock und Stein zu fahren, dann würde ich sagen, setzt auf Rennradpedale wie zum Beispiel hier diese Lukeo 2 Max Pedale. Mit denen habt ihr die absolut beste Kraftübertragung und seid somit deutlich schneller auf eurem Rennrad unterwegs. Wenn jetzt aber euer Plan ist, durch die Wälder zu fahren, egal was für ein Untergrund vorhanden ist, steil bergab oder bergauf fahren zu können oder auch einfach in der Stadt mal zu Fuß ein paar Meter zu gehen, dann würde ich sagen, setzt auf MTB-Pedale und holt euch noch dazu die passenden Offroad-Schuhe. Ich hoffe, wir konnten euch jetzt die Vor- und Nachteile von Rennradpedalen und MTB-Pedalen aufzeigen und euch so die Entscheidung, welche Pedale ihr auswählen sollt, ein bisschen leichter machen. Jetzt liegt es dann nur noch an euch, für welche Pedale ihr euch tatsächlich entscheidet. Dann danke fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, so würden wir uns natürlich über ein Like freuen. Und für weitere coole Pedalvideos abonniert jetzt unseren Channel GCN auf Deutsch.